So Leute, es wird Zeit, mit einer der essentiellsten Fragen, die ihr an mich gestellt habt, einmal aufzuräumen. Tatsächlich kursiert diese Frage schon unter meinen Kommentaren, seit ich angefangen habe, wirklich regelmäßig Jurassic-Content zu machen. Also jetzt fast seit einem Jahr. Und die Frage, die euch so sehr beschäftigt, ist, warum sehen die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 nicht so aus wie die aus Jurassic Park 1? Oder noch viel wichtiger, warum sehen die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 nicht so aus wie die aus The Lost World, Jurassic Park 2? Zweitere Frage ist wesentlich legitimer, weil das ja beides auf der Isla Sorna spielt, also auf exakt derselben Insel. Und trotzdem variieren die Designs der Velociraptoren doch sehr stark. Und ja, tatsächlich gibt es eine ganz klare Antwort darauf, die ich persönlich sehr interessant finde. Deswegen bleib auf jeden Fall bis zum Ende vom Video dran und dann würde ich sagen, legen wir los. Viel Spaß mit dem Video. Bevor wir jetzt hier wirklich in die Vollen gehen, möchte ich euch noch einmal meinen Dank aussprechen bezüglich des Adventskalender-Gewinnspiels. Das Ganze hat sich ja wirklich extrem nach hinten verzögert, obwohl ich erst noch gesagt habe, ich versuche das Gewinnspiel früher aufzulösen, damit ihr auch bis Weihnachten eure Pakete habt. Jetzt hat das Ganze fast einen Monat länger gedauert und ihr wart alle extrem tolerant dabei. Ich habe bei der Planung von so einem Gewinnspiel habe ich mich komplett überschätzt. Ich hab das Ganze echt total konfus geplant, aber inzwischen kommen bei mir schon die ersten Nachrichten ein, dass die Pakete bei euch eintreffen. In diesem Sinne auf jeden Fall an euch nochmal vielen Dank für eure Toleranz, für euer Gutsprechen und ich gebe mein Bestes, dass so etwas das nächste Mal nicht mehr passiert. Kommen wir nun zum Hauptthema. Die Velociraptoren aus Jurassic Park 3. Ja, ich glaube, jedem hier wird auffallen, dass diese Velociraptoren sich sehr stark von den Designs aller anderen Raptoren ablösen. Die Velociraptoren aus Jurassic Park 1, die aus The Lost World, Jurassic Park 2 und sogar Blue und Co. aus den Jurassic World Geschichten haben alle irgendwie einen relativ identischen Look, also ein relativ identisches Design. Die Velociraptoren aus Jurassic Park 3, gerade eben die männlichen Varianten, mit ihrer roten Haut und eben auch mit diesen kleinen Federchen auf dem Kopf, die stechen dabei doch sehr stark heraus. Sprechen wir erstmal ganz kurz die Lösung an, die nicht offiziell im Kanon mit verankert ist. Das Design der Velociraptoren wurde logischerweise in jedem Film ein bisschen verändert. Es gibt keinen Jurassic Park oder eben Jurassic World Film. Nein, das stimmt so nicht. In Jurassic World sind es doch eigentlich immer die gleichen Designs. Aber in den Jurassic Park Filmen ändern sich die Designs der Velociraptoren von jedem Film aus ein bisschen. Der Nicht-Kanon-Grund ist eben der, dass man sich im Hintergrund, also hinter den Kulissen des gesamten Marketing-Teams von Jurassic Park gedacht hat, naja, wir verkaufen eventuell mehr Spielzeuge, indem wir das Design immer ein bisschen verändern, weil wenn wir immer dasselbe Design haben, kaufen die Leute ja in der Regel nur eine Figur und deswegen ändert man auch sehr häufig in Filmen einfach mal die Designs minimal, damit da irgendwie auch ein gewisser, naja, Kaufeffekt bei Actionfiguren, Kuscheltieren oder was auch immer vorherrscht. Auch das wird in Jurassic Park 3 ein bis jetzt inoffizieller Grund sein, aber seien wir mal ganz ehrlich, natürlich spielt das irgendwie mit in das Ganze rein. Der wesentlich interessantere oder der echte Aspekt, also der wirklich wahre Grund, warum die Velociraptoren in Jurassic Park 3 anders aussehen, den erfahren wir tatsächlich erst dann, wenn wir uns die ganz alten Teaser zum Film einmal anschauen. Das heißt, die Teaser, die einfach nur irgendwelche leeren Bilder gezeigt haben und dann ganz bedeutungsschwangere Titel eingeblendet haben. Diese Titel verraten uns mehr oder weniger, was denn hier wirklich los ist. Schauen wir uns das hier mal ganz kurz an. Im allerersten Teaser von Jurassic Park 3 flackert dann nämlich dieser Text hier auf. Something unexpected has evolved. Oder auf Deutsch, etwas Unerwartetes hat sich weiterentwickelt. Was hat sich in dem Film als einziges verändert? Wenn man, der Spinosaurus ist es eben nicht, den kannten wir vorher noch nicht. Die Pteranodon ähnlich, die sehen fast genauso aus wie die aus Jurassic Park 2, aber auch hier wird der Text eben nicht drauf eingehen. Der Tyrannosaurus Rex, den wir in Jurassic Park 3 zu sehen bekommen, erinnert sehr stark an die Tyrannosaurier, die wir eben auch von davor kennen. Auch hier haben wir nicht den wirklichen Wechsel irgendwie eines Designs oder eine wirkliche Veränderung zu verzeichnen. Die einzige, die eben wirklich prägnant ist und die jedem von Anfang an aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass die Velociraptoren hier komplett anders aussehen. Nach diesem Text würde es also Sinn machen, dass die Velociraptoren sich einfach weiterentwickelt haben. Aber es wird noch wesentlich besser, denn diese Teaser verraten uns noch einiges mehr. Und jetzt schon mal ein kleiner Spoiler vorneweg. Das habt ihr nicht gewusst, noch das habt ihr nicht kommen sehen, weil ich habe das selber noch nie zuvor gelesen. Bin bei der Recherche auf einen weiteren Teaser gestoßen, der einen weiteren, relativ geheimnisvollen Text mit einblendet und auf eine Aussage eines der Produzenten, die er getroffen hat, noch bevor
die Dreharbeiten zu Jurassic Park 3 wirklich begonnen haben. Schauen wir uns nämlich diesen Text hier einmal an, wird nämlich darauf eingegangen, dass das Experiment mehr oder weniger zerstört wurde. In diesem Interview wird dann ganz klar erklärt, dass ursprünglich geplant war, dass in Jurassic Park 3 diese ganze Sache mit Frosch-DNA nicht mehr wirklich eine Rolle spielen soll. Das heißt, man wollte hier ganz klar darstellen, dass die Tiere inzwischen nicht mehr ihre Geschlechter wechseln können, sondern wirklich feste Geschlechterrollen angenommen haben. Und genau das sehen wir auch bei den Velociraptoren, dass eben die männlichen Velociraptoren rot sind und eben diese Federn auf dem Kopf haben, während die weißen Velociraptoren eben die Weibchen sind. Und das macht auch total Sinn, weil es wäre ja seltsam, wenn die Weibchen sich umwandeln könnten in Männchen und dann plötzlich würden sie anders aussehen, also ganz anders aussehen, nämlich mit diesen roten Häuten und diesen Federn auf dem Kopf. Das wäre ein bisschen seltsam. Deswegen hat man am Anfang gesagt, dieser Film sollte ganz klar erklären, dass die Evolution der Dinosaurier mit Jurassic Park 3 sich dieses Genom, das dazu gemischt wurde, also die Frosch-DNS, jetzt komplett raus ist. In Jurassic Park 3 sollten wir ursprünglich Dinosaurier sehen, die 100% Dino-DNA beinhalten. Das, was wir quasi in Jurassic World Dominion bekommen haben, weil sie es eben in Jurassic Park 3 nicht erklärt haben. Das sollte aber ursprünglich schon in diesem Film mit dabei sein. Ebenfalls ist das Gerücht lange Zeit durchs Internet kursiert, dass wohl mal irgendwann gesagt wurde, ey, Jurassic Park 3 sollte ursprünglich auf Anlage C spielen. Auch dazu gibt es offizielle Statements von Leuten, die behaupten, sie wären an der Produktion beteiligt. Da habe ich nicht rausgefunden, ob das auch wirklich der Fall ist. Ich meine, ich kann es mir ganz gut vorstellen, gerade wenn man sich das hier mal anschaut. Denn auch dieser Teaser-Text hier war mitunter den ersten Teasern, die wir von Jurassic Park 3 bekommen haben. New Island, New Species and New Danger. Also auf Deutsch eine neue Insel, neue Spezies und eine neue Gefahr. Gehen wir das Ganze gerade mal von unten nach oben durch, weil ich so rum interessanter finde. Die neue Gefahr ist definitiv der Spinosaurus. Der Text geht also hier auf einen neuen Dinosaurier ein, der auch von Anfang an mit eingeplant gewesen ist. Bei der Aussage New Species, also neue Spezies, könnte man wieder auf die Velociraptoren eingehen, dass die sich eben jetzt in eine neue Spezies weiterentwickelt haben, obwohl ich glaube, dass dieser Part mehr darauf hinaus sollte, dass wir eben neue Dinosaurier sehen, wie eben die Pteranodon und eben auch Saurier, die einfach mal zwischendurch ganz kurz auftauchen. Ich glaube, das hat nichts mit den Velociraptoren zu tun, aber ganz wichtig hierbei ist noch der obere Teil New Island. Und Moment, Isla Sorna ist doch gar nicht so new, wenn man bedenkt, dass auch Jurassic Park 2 auf der Anlage B gespielt hat. Vollkommen richtig. Denn ursprünglich, das hat einer der Producer in einem Interview und in einem Making-of zu Jurassic Park 3 gesagt, was meine ich sogar auf der DVD mit drauf ist, also das Making-of, wenn ich es finde, werde ich es auf jeden Fall hier unten mal verlinken. Dort wurde ganz klar gesagt, dass Jurassic Park 3 zum Zeitpunkt, als Steven Spielberg und Michael Crichton gerade vom Drehbuch abgesprungen sind, dass da gesagt wurde, okay, wir müssen uns also nun nicht mehr wirklich an die Bücher halten und wir können nun ein bisschen weiter ausholen und ursprünglich sollte Jurassic Park 3 auf Anlage C spielen. Das Drehbuch wurde sogar weitgehend so geschrieben, dass eben immer wieder der Begriff Anlage C gefallen ist. Und das ist tatsächlich auch der offizielle Grund. Ursprünglich hat man sich nämlich gedacht, dass wir in Jurassic Park 3 eine komplett neue Insel sehen. Eben weder Isla Nublar noch Isla Sorna, sondern eben einfach die sogenannte Anlage C. Aus diesem Grund wären auch hier andere Velociraptoren mit dabei gewesen. Als dieses Drehbuch dann aber mehr oder weniger verworfen wurde und man sich dann aus Gründen gedacht hat, nee, wir machen das Ganze doch auf der Isla Sorna, danach kamen dann eben auch die Teasertexte raus mit Something Unexpected Has Evolved, also irgendetwas hat sich weiterentwickelt. Und eben auch der Aussage der beiden Produzenten nach, dass man hier ganz klar diesen Wandelfaktor, den die Tiere eben noch in Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 hatten, dass man den komplett rausnehmen wollte und den Tieren eben feste Geschlechter zuweisen wollte. Das weist alles genau darauf hin, dass die Antwort, warum die Velociraptoren in Jurassic Park 3 so aussehen, ist einmal, weil man ursprünglich eine neue Insel und eben neue Spezies zeigen wollte. Oder was wir eben in den Kanon einfügen könnten, die Raptoren haben sich tatsächlich weiterentwickelt. Mag eine relativ simple Antwort sein, die vielleicht für den einen oder anderen noch unbefriedigend ist, aber tatsächlich haben wir diese Frage dann damit geklärt. Ja, die Nicht-Kanon-Antwort ist ganz einfach, dass man hiermit wirklich neue Figuren verkaufen wollte und man wollte ursprünglich eine Anlage C mit einführen, hat sich deswegen gedacht, ey, da müssen die Saurier auch ein bisschen anders aussehen. Dann später hat man das Ganze eben umgewandelt und eben gesagt, okay, es hat sich einfach alles irgendwie weiterentwickelt und deswegen sind die Dinosaurier oder die Velociraptoren in Jurassic Park 3 auch einfach wesentlich schlauer als davor, weil sich die Evolution bei diesen Raptoren eben wesentlich schneller entwickelt hat als bei manch anderen Dinosauriern. Jetzt bist du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Sagst du, das finde ich vollkommen okay, das passt? Bist du meiner Meinung? Weil ich sage ganz klar, Anlage C hätte ich nun zu gerne gesehen. Eventuell kommt das
ja noch in naher Zukunft. Wie ist auf jeden Fall deine Meinung zu diesen neuen Raptor-Designs? Findest du die gut? Magst du die vielleicht überhaupt nicht? Schreib mir all deine Gedanken dazu unten in die Kommentare. In diesem Sinne bin ich erstmal raus mit dem Video für heute. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.